Ja, hallo, willkommen. Mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Graces F. In der letzten Folge haben wir also irgendwie so aussah wie eine Chimäre, diesen Ferret, genau, besiegt, was irgendwie so eine Art Haustier von Fourier war, die übrigens hier steht, ja, hier, die da, die Schwester von Pascal, ja. Die wurde übrigens ausgeschimpft im letzten Part, weil sie awesome ist, ja. Im Grundgelegen wurde sie eigentlich ausgeschimpft dafür, dass sie awesome war. Und alle voll intelligent war und so. So, wir müssen jetzt aber zurück nach Severed. Ich gehe aber nochmal zurück und gucke, ob die eine Tür sich jetzt öffnen lässt. Und speichern tue ich auch mal. Und wir müssen einen Typen namens Kurt Bessel treffen, der irgendwie für den Balkniss hier zuständig ist. Damit wir auch wissen, wo er sich befindet. Aber eins nach dem anderen. Erstmal gucke ich noch, ob ich jetzt. Aber da so irgendwie noch so ein Gebiet, das verschlossen war, und da möchte ich gerne hin. Aber ich habe so das Gefühl, es ist immer noch verschlossen. Frag mich nicht, was mir dieses Gefühl gibt. Vielleicht ist es ja auch offen, ich weiß es nicht. Aber wir können ja mal gucken. Vielleicht ist es ja auch offen und nein, ist es nicht. Dann gehe ich mal zurück. Ah. Egal. Ja, Pascal wurde ausgeschimpft. Bah, fand ich jetzt nicht so schön. Mal gucken, wie das noch vertieft wird hier. Wir gehen jetzt erstmal weiter. Nach Severed, meine ich, mein Gott. Ja, ich habe so das Gefühl, wir werden in diesem Part nicht mehr erreichen. Aber keine Ahnung. Da ist auch noch eine Tür. Warum kann ich denn da noch nicht durch? Kann ich irgendwie, ja? Da wird geöffnet. Wo kommen wir hier hin? Unnützer Unfug. Well, we got our Valkenis information, but I wish it hadn't gone down that way. It was the best outcome we could have expected. At the very least, we learned that Fourier's primary objective wasn't bioweapons development. Hubert, you saw how painful that was for Pascal and Fourier. Don't you feel anything at all? Of course, but that ultimately has no connection to our key objectives. But I hate seeing Pascal like this. I know what you mean. Isn't there something we can do to help them work it out? Stop this at once. I can't allow the two of you to waste more time discussing irrelevant nonsense. We have a mission to accomplish. Hubert. Ja, müsst ihr am besten wissen, wie sich das anfühlt. Sympathie für Hubert? Was? Na gut, was haben wir denn hier noch? Ja. Oder ist hier vielleicht. Ich weiß es nicht. Schokobananen! Und Buch des Glücksfalls. Chance auf das Sammeln bisher nicht erhaltener Objekte. Okay. Ja, können wir mal reintun. Bonusgehalt. Zwei Gerichte pro. Nee, da brauche ich eigentlich nicht mehr. Glücksfall. Glückfall, mein Gott. Irgendwie schaffe ich jetzt. Oh, mysteriöse Flüssigkeit habe ich jetzt schon wieder zu wenig. Nehmen wir mal, weiß ich nicht. Rostiger Nagel, toxische Nadel, Muschelschale. Edles Holz. Schade geklaut, tun wir das mal. Träum des Lebens. Vermögen nicht mehr. Und ja. Weiter geht's. Weiter geht's. Dann gehen wir mal gucken, wo der Weg hinter Fourier hinführt. Und direkt eine schattige Klaue, geil. So muss das. Hast du noch was zu sagen? Ich hab den Schlüssel zum Schnellaufzug, ja? Gut, der ist da drüben. Der Hauptingenieur des Militärs, Kurt, ist für gewöhnlich in der Hauptstadt. Ich weiß aber nicht, ob er zurzeit auch dort ist. Da gibt's nur eine Möglichkeit, das herauszufinden. Nehmen wir strunzdumm einfach da hingehen. Und wir sind Erdgeschoss 1. Und diesen einen Ort, den konnten wir immer noch nicht öffnen. Warum? Ah, gut. Dann erstmal zurück nach Severed. I never knew she felt that way about me. All this time. I've been making her miserable all this time. I should go back and apologize. I don't think that will help. Fourier's problem isn't you, Pascal. It's Fourier. Her spirit has been crushed by years of doubt and self-loathing.
Sympathy will only make the problem worse. But I love her, you know? I just wish she knew that. Oh, Pascal. Don't worry. She'll understand someday. You're the only one who can stop the Valkenis experiment now. Fourier knows that's true, even if she'll never admit it. If the experiment isn't stopped, Fourier's work will end up killing a whole lot of people. And no one wants that. Especially not you. He's right. Helping us will save your sister's reputation and maybe even her life. Plus, we need you, Pascal. We can't do this alone. So, come on, pull yourself together and let's go. Aw, little bro. Thanks, guys. You're the best. Aw. That was all right, Hubert. I know what she's going through. And besides, it would be far too quiet if she weren't around. Now, can we all stop talking and just head for Zavard? There's no time to waste. Alles klar, weiter geht's. Haben wir einen emotionalen Moment hinter uns gelassen und gehen dann einfach wieder. Mein Gott, wie kalt. Ich ruiniere wieder den ganzen Moment hier. So, Mixerladen. Oh, geil. Und Tränke des Lebens. Und nein. Ah. Wie kommt es, dass ich immer so wenig Geld habe? Jetzt will ich ununterbrochen irgendwie Geld ausgeben, was überhaupt nicht wahr ist. So, ich könnte mich auch eigentlich zurück teleportieren, aber skizzmäßig möchte ich das doch. Ich wollte eigentlich nicht gegen dich kämpfen, aber okay. Das war schon. Und ich. Boing. Boing. Hey, das war gut. Boing. Ihn kratzt es manchmal, wenn er angegriffen wird. Und Hubert ist die ganze Zeit hier am Frecken. Oh, da war schon die Level 4 Attacke. Schön. Warum hat er das schon so viel SK? Na klar, dann weiter. Also am besten nicht gegen die ganzen Gegner hier laufen. Ja, etwas Rettich einsammeln. Und weiter geht's. Boah, ich meine, aber der Weg hier ist auch richtig blöde, zu kurz. Aber wenn ich mich auch recht erinnere, kommt sowieso noch was anderes im Weg, was hier meine Zeit beanspruchen wird. Abfall! Must collect all the Abfall. Collect all the junk, genau. Mein Gott. Abfall, was bedeutet das nochmal? Und zwar jetzt hier, Übung macht den Meister. Asbel, I have a request to make. If you don't mind, I want you to fight me. Wait a minute, hold on. Fight you? What's this about, Sophie? It's what I want. Please. If you're just looking to train, then all right. Yes, let's call it practice. But don't hold anything back. Okay, Asbel? Oh Gott. Wir machen es sowieso fertig. Ja. Kann die Attacke schon? Fuck. Ich merke gerade erst, was ich für ein geiles Schwert habe. Merke ich erstmal. Irgendwie sind wir voll stark. Also, warte, ich freck einmal. Mein Gott, warum hat die denn viel AP wieder? Ah, mein Gott. Unsere Chancen stehen eigentlich nicht so schlecht. Erstmal ist irgendwie voll stark. Ja, ich bin auf jeden Fall viel besser als gegen Hubert. Aber ich lasse mich noch mal vernichten, besiegen. Weil dann gibt es ja auch wieder ein Skit. Aua. So. Holy beans! Kicked Asbel's butt. This won't do. Wait, what do you mean? Even for practice, that was a pitiful showing.
If that's your best, we'll have a tough road ahead. Hey, come on. No, that's not it. I'm sorry, Asbel. Sophie. Na gut. Sehen wir, was passiert, wenn man verliert. Aber was passiert, wenn man gewinnt? So, jetzt tue ich mal war. Oh, das hat mir also. Okay. Hm, ja. Nein, nicht X drücken, mein Gott. Noch einmal. Aber diesmal ernsthaft. Of course not. Give me another chance. I'm tired of losing. And I can't get over how Sophie seems so disappointed. Let's do this, Sophie. Okay. So, jetzt nochmal. Oh Gott. Das war blöd. Oh fuck. Oh. Ich muss eigentlich nur die ganzen Angriffe ausweichen. Ja. So, ein paar Mal heilen wäre auch nicht schlecht, aber dazu komme ich irgendwie nicht. Fuck. Boah, das war knapp. Ja, der Angriff ist schon effektiv, Plasma-Schock. Ich konnte irgendwie nicht ausweichen. Ach so, ja. Komm her. Und zack! Oder Angriff ringsvoll. Oh, Crablets. Ich habe dein Lieblingsgericht gekocht, Sophie. Fuck. Ja, ich spam das. Was sagst du dazu? Ah, okay. War nicht mal annähernd so schwer wie der Kampf gegen Hubert. Victory, but man, am I exhausted. You look pretty tired too, Sophie. Yes, but I'm relieved. Now I know if we have to fight Richard, I think it will be okay. Yeah. I realized something while fighting you, Asbel. Realized what? That you really are my friend. I still don't know what you're getting at, but... Achoo! Oh, man. I'm starting to cool down. I don't want you two to catch cold. I'll get you something hot to drink. Let's go, Sophie. Okay. I didn't feel the urge to erase Asbel while fighting him. That means I can do the same when fighting Richard, because he's also my friend. Macht Sinn. Nur Richard will einen töten und es will nicht. Schwurgläubige. Bank FP, ja. Das sind ja nur gute Sachen. Okay, dann weiter. Ich dachte, mit dem Kampf wäre ich jetzt irgendwie wieder 10 Minuten nur so beschäftigt. Aber anscheinend nicht. Dann wird dann irgendwie eine kurze Folge, weil jetzt auch irgendwie eine Stunde schon mal aufnehmen, aber auch keinen Bock mehr. Ich hab keinen Bock mehr. Ja. Okay. Kann ich noch irgendwie so schnell zurück nach Dingens? Ja, ist diese eine Stadt zum Zavertberg. Ist das nicht da, wo Dingens ist? Da könnte ich vielleicht noch ein paar. Oh, sehen wir das gestellt. Gut. Da könnte ich vielleicht noch ein paar Quests abliefern und damit die Folge füllen. Hier mit den Dorfbewohnern. Nee, das sparen wir uns für den nächsten Part auf. Ja, wir sind überall. So, dann tun wir mal ein paar Plan B. Do you think we could get into Fendel Tower with your military credentials? If he's been declared dead, then that likely wouldn't work. Hubert is correct. In fact, they may already believe there's a con man out there using my name. But we gotta do something. Indeed.
Fendel Tower is only the first step. We have to meet this Kurt as well. If we can't find him, retrieving some of his research documents might be enough. Do you really believe this can be settled with documents alone? Speaking with Kurt is the only way to be sure. Frankly, I would have expected you to feel the same, Captain Malik. Well, I hate to break it to you, but I don't. I don't know where you'd get that idea. Captain? Okay, er scheint irgendwie angekratzt zu sein. Hat das wohl irgendetwas mit diesem Kurt zu tun? So, sehen wir das Gestell. Deswegen tue ich keinen Mist hier verkaufen, weil irgendwann braucht man das alles. So, mein Gott. Schon wieder so viele Dinge hier. Da brauchst du nicht. Kreisverteidigung. Ups. Ah, nimm mal das einfach. Irgendwas mit Verteidigung oder so. Irgendwann braucht man alles. Schwächeresistenz. Physische Verteidigung. Ja, mach mal ein paar physische Verteidigung. Ups. Dinger brauchen wir. Hey. Hä, warum hast du das ausgerüstet? Was soll der Scheiß? Was habe ich mir denn dabei gedacht? What was I thinking? Das war mein Anime, das war schon so gut wie fertig und standhaft, ja. Klar. Hä? Wieso habe ich denn das alles ausgewählt? Das habe ich nicht so unterschrieben. So. Dann 3 Minuten. Kann ich in irgendeinem anderen Dingens was erledigen? In Velanik. Laterne, ja super, wegen der Laterne. Einen roten Schal, Weißwein. Ja, okay, dann heißt das wohl, ich kann nichts mehr erledigen. Gucken wir mal hier. Mixer-mäßig aufladen. Wow. Ach, ich kann jetzt hier was kaufen, stimmt ja. Oh, wir haben kein Geld. Okay, ich kann mir ein Platin-Schwert holen. Und ich kann mir jetzt Lachs holen, gut. Was kann ich mir noch holen? Kampfhandschuhe. Sie bauen nur noch Messer, okay. Kabeljau. Kauf mal hier von was. Warte mal ein bisschen dualisieren. Letzten 2 Minuten. Fish and Chips, geil. Rettich und... Warte mal ein paar davon. Still. Denn vielleicht soll ich mal ein paar neue Sachen hier erstellen. Oh nee. Klingt irgendwie gar nicht nach mir. Ich kann mal so ein paar Dinger hier verbinden. Gefrierbann und Giftbann. Ach, das kostet ja was. So, hat jetzt so viel Dingens. Die hat nichts ausgesetzt. So, Gefrier und Giftbahn. Meinetwegen. Wir haben 3 jetzt. Kabeljau. RIP. Wir haben kein Geld. Also, ich werde aufs Gehen wieder ein bisschen trainieren. Hab ich jetzt verkauft? Hab ich, Was habe ich denn da jetzt gemacht? Mann. Okay, egal. Ich würde sagen, wo ist hier ein Speicherpunkt? Gasthaus, mein Gott. Bin voll geil, cool. Warte mal, haben die neue... Okay, ich wollte schon sagen. Egal. Ich würde sagen, wir sehen uns... Ich mache hier einen Schnitt und wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Graces F. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen und sage Adios.